Oder zumindest das von seiner Lieblingsromanfigur. Oh hey, wer wird denn schon so kleinlich sein? Na dann. Die Leiche weist Zeichen eines furchtbaren Kampfes auf. Ein tiefer Schnitt auf der Stirn scheint chirurgischer Natur zu sein. Er reicht bis tief in den Schädel hinein. Aha. Hochinteressant, hochinteressant. Es ist unvorstellbar. Er war ein großer Mann. Wir sind in Trauer nach seinem Ableben. Er wurde gestern im Familiengrab beigesetzt. Interessant. Gestern wurde er begraben und jetzt ist er plötzlich im Wohnzimmer. Es ist ja so grauenhaft. Der Professor starb an einem Herzinfarkt vor ein paar Tagen. Letzte Nacht hörte ich ein Klopfen an der Tür. Ich öffnete sie und finde ihn blutend und schmerzverzerrt. Er wollte noch was sagen, doch er fiel tot um. Mein Gott. Er sagte immer nur, Bar Kesso, Bar Kesso, wieder und wieder. Was bedeutet das? Also ich persönlich weiß ja, es gibt Mittel, die einen Scheintod erwirken lassen, vor allem in der damaligen Zeit. Bingshaus-Skulptur, eine komplexe, geschnitzte Figur offenbar afrikanischen Ursprungs. Sie verfügt über einen kleinen Ausschwung, der etwas versteckt gewesen sein könnte. Mhm. Interessant, interessant. Gibt es hier noch irgendwo was? Ah, da unten ist noch was. Ja, da schaue ich ja später nach. Eine große, markante Spinne, die sich im Tor zusammengerollt hat. Aha. Vielleicht doch ein Gift, das ihn nur scheintot hat werden lassen und dann hat er sie quasi wieder aus seinem Grab wieder ausgegraben. Mal gucken. Eine offene Holzkiste, sie wurde von innerhalb Londons versandt. Sie ist deutlich beschriftet, nur von Professor Bing persönlich zu öffnen. Ich weiß nicht, ob jemand etwas dazu sagen kann. Brief ist nur ein Brief, den Professor Bing kürzlich von seinem Anwalt erhielt. Mein geschätzter Bing, selbstverständlich kann ich Ihr Testament um einen Zusatz ergänzen, der Ihren Sohn von einer Hochzeit mit der besagten jungen Dame abhalten kann. Eine jährliche Zuwendung, die im Fall einer solchen Heirat eingefroren wird, soll genügen, falls sie, wie Sie vermuten, von der Geldgier getrieben wird. Dürfte eine solche Klausel Ihr Interesse an Ihrem Sohn mit Sicherheit dämpfen? Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. Ja, aber ist trotzdem interessant. Brief von einem Kollegen. Verehrter Professor Bing, meine Forschungsreise war ein großer Erfolg. Ich konnte persönlich mehrere der ungewöhnlichen Sitten und Gebräuche bestätigen, die Sie in Ihrem brillanten Buch beschrieben haben. Wieder einmal kann ich vor Ihrem Genie nur demütig den Hut ziehen. Vielleicht sollte also ich einen Verdächtigen verhören. Erstmal natürlich die Kiste öffnen. Der Tote braucht es nicht mehr. Ja, da draußen scheint ja auch noch was zu sein. Das wird ja mal wieder ein interessanter Fall werden. Ah, da. Nicht ganz draußen. Mal schauen, was ist das? Persönlicher Brief. Meine Liebster, ich verstehe die Abneigung deines Vaters mir gegenüber nicht. Ich fürchte, dass er Maßnahmen ergreifen wird, um unsere Verlobung zu lösen. Bitte hol dir seine Zusicherung, dass du, ob wir nun heiraten oder nicht, ein rechtmäßiges Erbe bekommen wirst. Aha. So, so. Das ist ja überhaupt nicht verdächtig. Ich fürchte, der Professor hatte recht, was sie angeht. Mein Vater war ein angesehener Anthropologe und sowas wie ein Entdecker. Er wurde für die Beobachtung der Gepflogenheiten eines kleinen Dorfes im Kongo berühmt. Seine Universitätskollegen haben ihm oft ausländischen Plunder geschickt. Jetzt ist nicht die Zeit für das Testament. Es stimmt, dass mein Vater und meine Verlobte sich nicht verstanden haben. Aber sie hätten sich angenähert, wenn sie erst einmal seine Schwiegertochter geworden wäre. Ja, wahrscheinlich auf eine ganz andere Art angenähert, mein Jutta. Spinne! Ich sollte sie fortschaffen. Emmet hat eine Todesangst vor Spinnen. Das kam erst vor ein paar Tagen. Eine Statue war drin.
Ich hätte sie für ein Kunstwerk gehalten, doch er sagte, sie sei nichts Besonderes. Ich weiß nicht, wer sie schickte. Könnte es vielleicht sein, dass die Spinne in der Skulptur versteckt war? Meine Spinnennisten an den seltsamsten Orten. Und wenn da wirklich ein Loch in der Statue war, wo locker was drin versteckt hätte werden können? Wer weiß. Passierte ja auch oft bei Bananenkisten und dergleichen, dass plötzlich der Spinne mitgeliefert wurde. Es war nicht schön, aber sowas konnte halt passieren. Oder es war gezielt ein Anschlag auf den Professor. Wir wissen ja noch nicht wirklich, was für eine Giftspinne das Vieh ist. Gott, der Friedhof und die Uni ist ja ganz schön weit weg hier. Ach, kleine Arti, ich hoffe, du weißt, was für einen gewaltigen Stress wir hier gerade haben. Okay, jetzt sind wir hier wohl in der Uni, also sollten wir vielleicht mal ein paar Stockwerke runtergehen. Schauen wir mal, was haben wir hier Feines? Ein Spitzentaschentuch mit roten Stickereien. Ein verdächtig unspezifische Quittung über 7 Pfund. Mhm. Und wer sind Sie, Milady? Virginia, aha. Sie ist also die nette Dame, die sich um das Erbe Sorgen macht. Liebenswerter Mann und sehr wohlhabend. Hätte er doch nur noch meine Verlobung mit seinem Sohn abgesegnet. Es tut mir leid, das zu hören. Wissen Sie, ob er diese Änderung noch eingebracht hat? Okay, sie ist definitiv hinter dem Geld her, also meine Güte. Ich hoffe, es kommt nicht raus. Ich fürchte, einige Mitglieder der Fakultät kaufen Leichen zu Forschungszwecken. So läuft das in der Universität. Aha. Oh Mann, oh Mann. Sehr liebenswürdig, die Dame. In der Tat. Schauen. Abhandlung von Professor Wilson. Das Thema ist eine ungewöhnliche bolivianische Spinnenart. Ein Abschnitt beschreibt, dass ihr Gift einen todesähnlichen Zustand hervorruft. Bingo. Und dass einige Andenvölker das Gift bei einem Initiationsritus einsetzen, bei dem Jungen für 2 bis 3 Tage einen symbolischen Tod erfahren. Ich sollte zurückgehen und danach fragen. Interessant. Ein geschätzter Kollege hat viele Schriften verfasst. Wahrscheinlich wird nie wieder jemand seinen unvergleichbaren Wissensstand erreichen. Ja, schon traurig. Eine leere Schachtel mit der Aufschrift Arachnid Harpadectus. Aha. Nun ja, danach hatte ich nicht gefragt. Schon hochinteressant. Die Illustration einer Spinne, die der Totenspinne aus dem Haus der Bings ähnelt. Eine Notiz beschreibt sie als seltene bolivianische Spinne, deren Gift wie ein starkes Beruhigungsmittel wirkt. Aha. Also war es wirklich diese seltsame Spinnenart. Da hat man dem... Der Professor wurde gebissen, vergiftet und dann hielt man ihn für tot und hat ihn beerdigt. Dann kam er wieder raus. Aber was geschah danach? Darüber bin ich äußerst erzürnt. Ein seltenes Exemplar der Spezies, die ich seit Jahren erforsche. Es entkam vor ein paar Tagen, zweifellos die Schuld meiner schusseligen Assistentin Virginia. Ja, schusselig oder mit Absicht? Mein Forschungsobjekt. Mein südamerikanischer Kollege meinte, dass man dieses spezielle Spinnentier nur in den bolivianischen Anden findet. Faszinierendes Thema. Ich persönlich würde sagen, er ist schon mal fein raus. Ein leeres Podest, die Beschriftung lautet allerdings Maske von Bagesu-Stamm, ein Schakal. Die
faszinierenden Bräuche aus dem tiefsten Afrika. Ein ganzes Kapitel wurde herausgerissen. Mehr darüber herausfinden. Eine gut sortierte Bibliothek anthropologischer Bücher. Eine beträchtliche Anzahl stammt aus der Feder von Professor Bing. Alle recht abgegriffen. Mhm. Nett, nett. Und das Geld nehme ich auch gern mit. So, und wer sind Sie jetzt? Professor Silas. Die anthropologische Forschung hat einen großen Geist verloren. Er hat das Gebiet revolutioniert. Ich habe die Hoffnung, dass ich seine Arbeit weiterführen kann. Welches ist das? Ich kann es nicht entziffern. Ich habe meine Brille verloren. Okay. Ich reiste vor kurzem nach Afrika, um die Erforschung des Stammes weiterzuführen, den Professor Bing vor einiger Zeit entdeckt hat. Oder hat Professor Bing diesen Initiationsritus selber an sich durchgeführt und wurde dann irrtümlicherweise begraben? Es gibt so viele Möglichkeiten, die momentan stattfinden könnten. Mal gucken. Uiuiui. Mantel des Totenkriegers. Ein alter, abgetragener Mantel in einer Tasche befindet sich einige Technologies. Hier ist die vereinbarte Summe für die Transaktion der letzten Nacht. Aha. Er ist wiedergekommen? Das ist mir in 35 Jahren als Totengräber noch nie passiert. Ja, kannst mal sehen, Kumpel. Kannst du mal sehen. Ein Spitzentaschentuch mit roten Stickereien. Das Schloss wurde aufgebrochen. Die Tür steht halb offen. Professor Binks sagt es leer. Ich sollte zurückgehen und mich danach erkundigen. Wollte er vielleicht seine Leiche gerade verkaufen? Und dann ist der Professor wach geworden und hat ihn in Schreck eingejagt? Wer weiß. 7 Pfund Sterling, aha. Was dazu sagen kann. Ich habe gesehen, wie der Sohn das Grab verschlossen hat. Ein Leichenraub? Sie beleidigen mich. Wenn ich erwischt werde, wäre ich im Handumdrehen im Kitchen. Gut, ich verkaufe ab und an ein paar Leichen. Von irgendwas muss ich ja schließlich leben. Hab das Schloss geknackt und ihn in einer Karre hinter der Gruft gelassen. Es war dunkel, ich konnte nichts sehen, aber irgendein Kerl muss den Professor weggeschoben haben. Der Boden ist schlammig, vielleicht finden Sie noch ein paar Spuren. Schön, schön. Natürlich sind 7 Guineen für einen wie mich eine Menge Geld. Ich bin ein bescheidener Mann und spare jeden Penny für schlechte Zeiten. Okay, danke, werter Herr. Bin ich mal gespannt, wo mich die Spur hinführt. Also der arme Professor, kann man wirklich nicht anders sagen. Erst wird er augenscheinlich vergiftet, dann begraben. Na gut, Mausoleum ist ja nicht wirklich wie unter die Erde, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wird bestimmt schon ein Schock sein. Dann wird er auch noch an irgendjemanden verkauft. Wer weiß, wo er dann aufgewacht ist, der arme Kerl. Die Frage ist dann auch, ich glaube, wenn Virginia wirklich recht hat, dass Leichen für Forschungszwecke gekauft werden. Ich glaube, man hat versucht, eine Autopsie an ihm durchzuführen und dabei ist er dann aufgewacht. Ach, die arme Sau. Oh Mann.
gucken. Beinhaltet eine Säge und einen kleinen Hammer. Die Säge ist blutig. Aha. Hat man bestimmt versucht, seinen Kopf zu öffnen. Eine einzelne Seite, die aus einem Buch über den Bagesu-Stamm gerissen wurde. Sie beschreibt zeremonielle Rituale, die mit heiligen Masken, Weihrauch und Gesang verbunden sind. Ein Häufchen kalter Asche, die einen wohlriechenden Duft verströmt. Die geschnitzte Holzmaske eines Schakals. Ein ganzes Kapitel, das aus Professor Bings Buch Die faszinierenden Bräuche aus dem tiefsten Afrika gerissen wurde. Das Kapitel beschreibt einen alten Brauch bei den Mitgliedern des Bagesu-Stammes in einer Zeremonie, die Gehörde ihrer angesehenen Stammesältesten verspeise, um deren Wissen zu erlangen. Okay. Das sagt schon viel aus. Gewöhnliche Brille in zwei gebrochen. Aha. Wir hatten doch einen, der seine Brille nicht mehr hat und dem sowas zuzutrauen ist hier. So ein Ungeheuer. Wo ist die Flasche? Ich brauche was zu saufen. Ab zur Universität. Wir haben alles, was wir brauchen. Scheinbar konnte der Professor gerade noch abhauen, bevor er sein Gehirn fressen konnte. Rein mit uns. Na Kumpel, ich habe Ihre Brille gefunden, Herr Silas. Aber erstmal werden wir mal gucken. Ach, Virginia kann noch was sagen. Interessant. Ja, das ist meins. Ich habe ein ähnliches auf der Beerdigung verloren. Ich war ganz durch den Wind. Okay, vielen Dank. Echt, wie krank muss man sein? Ich brauchte sein Wissen, um zum größten Anthropologen im ganzen britischen Empire zu werden. Und seine heißgeliebten Wilden verschafften mir das Verfahren. Aha. Dieser Professor Silas war überaus gerissen und grausam. Mr. Raymond wird begeistert sein. Das war einfach nur krank. Der angesehene Professor Bing wurde Opfer des diabolischen Planes seines Kollegen und ehemaligen Assistenten Professor Silas. Mit einem starken Spinnengift versetzte Silas seinen Mentor in ein tiefes Koma. Er versuchte sogar, Bings Gehirn zu essen, um dessen Wissen aufzunehmen. Auf die Idee brachte ihn ein afrikanischer Stamm, den Professor Bing selbst entdeckt hatte. Silas war eindeutig etwas wirr im Kopf, als er glaubte, andere Anthropologen übertrumpfen zu können, indem er das Gehirn seines Mentors verspeist. Ruhen Sie in Frieden, Professor Bing. Die anthropologische Gesellschaft betrauert Ihr Hinscheiden. Das war doch echt mal ein Fall. Ja, ein kleiner Arti schon total verstört hier. Puh. Ich denke mal, wir können erstmal wieder zurück in unser Zugversteck.
Ein Brief. Für mich. Naja, dann werde ich mich erstmal wieder verabschieden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.